Ich bin hier in der Kopernikusschule in Freigericht Somborn und stehe hier in einem großen Lernraum. Ja, und hier sind schon zwei Luftfilteranlagen eingebaut worden, sieht man hinter mir. Air Purifier und ist erstens mal sehr, sehr leise. Hört man also so gut wie gar nicht. Und in diesem recht großen Raum sind also zwei solche Luftfilteranlagen eingebaut worden, weil man hier eben keine Möglichkeit hat zum Lüften. Und wenn diese Luftfilteranlagen hier nicht drinstehen würden, dann hätte man den Raum quasi gar nicht benutzen können. Und der Main-Kinzig-Kreis, zu dem eben auch das Freigericht gehört, der wird nun in den nächsten Monaten 900 Klassenräume mit Luftfilteranlagen ausstatten. Das heißt, jedes Klassenzimmer, in dem 1- bis 6-Klässler unterrichtet werden im Main-Kinzig-Kreis, wird so eine Luftfilteranlage bekommen. Aber das soll ein zusätzliches Angebot sein sozusagen. Also das Lüften wird damit nicht ersetzt, muss genauso stattfinden wie vorher. Der Landrat des Main-Kinzig-Kreises, Thorsten Stolz, hat mir mal erklärt, warum der Main-Kinzig-Kreis sich entschlossen hat, so viele Klassenräume mit Luftfilteranlagen auszustatten. Ja, für uns als Main-Kinzig-Kreis, auch als Schulträger, ist es unglaublich wichtig, einen zusätzlichen Baustein zur Bekämpfung der Corona-Pandemie einfach auch zu schaffen. Und wir haben als Landkreis wirklich jetzt so die Zeit Richtung Herbst, Richtung Winter direkt vor Augen, wo wir gesagt haben, wir müssen heute die Weichen stellen für eine entsprechende Beschaffung, um vor allem für Kinder, für Jugendliche in den Jahrgangsstufen 1 bis 6 einen zusätzlichen Schutz einfach auch zu schaffen. Weil gerade auch die Jahrgangsstufen 1 bis 6, die haben keine Möglichkeit derzeit, auch eine Impfung zu bekommen. Eine Impfung ist ja derzeit in Deutschland erst für Kinder, für Jugendliche ab 12 Jahren tatsächlich einfach auch möglich. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen neben den Empfehlungen des Landes Hessen zusätzlich als Landkreis Verantwortung übernehmen und im Hinblick ja auf eine mögliche zusätzliche Welle, weitere Corona-Pandemie-Welle im Herbst, im Winter auch in den Schulen für mehr Sicherheit bei uns im Landkreis sorgen.